das offizielle Sat.1 Olympiamaskottchen, Ilias Terletos. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank zum offiziellen Olympia-Studio im Kultusender. Ich sage nur eins, meine Damen und Herren. Das sind die Bewegungen, die wir jetzt jeden Tag sehen. Oder der Hackelschorsch am Start. Konzentration. Die dritte Goldmedaille für Schorsch Hackel in einer Stunde. Nein, innerhalb von 3 Olympischen Spielen eine Riesensensation, oder? Ich sage, wir sind stolz auf Schorsch Hackel. Drei Goldmedaillen. Unglaublich. Und haben Sie gesehen, wie er geschwitzt hat am Ziel? Ja? Das heißt, er hat so geschwitzt, neuer Werbevertrag für ihn. Schorsch ab sofort hackelfeucht. Klatschnass, klar, bei 3 Goldmedaillen. Und diese neue Kameraeinstellung beim Rodeln, wo es so aussieht wie, hey, kommt hier die Rohpost für den Mann? Ja? Oder so Pudding auf Kufen, man sieht ja alles. Und haben Sie festgestellt, wo können Sie die Olympischen Spiele nur sehen? Bei ARD und ZDF. Und wissen Sie warum? Die Olympischen Spiele, da geht es um Geld. Und das war überhaupt mal nicht so geplant. Das sollte mal die Jugend der Welt und so. Und alles ist jetzt kommerzialisiert. Und da sagt Sat.1 natürlich, nein! Nein, da machen wir nicht mit. ARD und ZDF zahlen Milliarden für die Olympischen Spiele. Bitte, wir haben es doch. Sie schmeißen es den Japanern förmlich hinterher. Ja? Sat.1 hat keine Bilder. NTV zum Beispiel nur viel ärmer. Die haben nicht nur keine Bilder, die haben auch keine Texte. Ja? Bei NTV habe ich heute Morgen gesehen, da spielen die Moderatoren mittlerweile im Studio die Wettbewerbe nach, damit die Zuschauer... Und ich möchte in Zukunft auch sprechen wie ein NTV-Nachrichtensprecher. Da wird noch so wie in der guten alten Zeit betont, die Irak-Krise spitzt sich zu. Kommt doch ganz anders rüber, oder? Wenn nicht so sachlich ist. Und jetzt werden Sie sagen, ja, ich bin aber Sat.1-Fan. Muss ich jetzt auf Bilder von Olympia verzichten? Es muss nicht immer die teure Technik sein. Das gute alte Daumenkino. Hackel Schorsch! Unser großartiger Grafiker, meine Damen und Herren, schauen Sie mal an, der Hackel Schorsch und die entscheidende Kurve, wo die Konkurrenz praktisch wertvollste Nano-Tausendstel hat liegen lassen. Der Hackelschorsch von Sat.1 für Sie aufgemalt. Achtung, schauen Sie genau hin. Nochmal, natürlich. Das Original Hackelschorsch. ARD und ZDF schmeißt doch die Milliarden raus. Ja, wir machen's wie beim Hackelschorsch in der Heimat. Und Julio, Achtung, das ist die Bahn. Ich mach's in Zeitlupe jetzt. Julio, der Schorsch kommt. Da kommt er. Ja, ein Wahnsinn. Der Hackelschorsch. 3. Und etwas Tolles hört man immer wieder. Viele Wettbewerbe sind gefährdet bei den Olympischen Winterspielen. Zu viel Schnee. Ja, auch dumm, oder? Teilweise ist so viel Schnee, ich habe schon gedacht, überträgt Premiere. Man hat gar nichts mehr gesehen. Und wollen Sie wissen, was meine neue Lieblingssportart olympisch ist? Curling. Curling. Endlich mal eine tolle, intelligente, typische Frauensportart, oder? Permanent gebückt und überwiegend mit Schrubber und Wasserkessel. Das wäre auch mal was für Milva. Milva. Eigentlich hätte Italien Milva schicken sollen zum Curling. Und heute ein toller Triumph. Und ich muss wirklich sagen, wir sind
Ja, wir freuen uns auch über Bronze, obwohl wir hier andere Ansprüche haben. Mandy Wötzel und Ingo Steuer, Bronzemedaille. Heute Mittag im Eiskunstlauf. Bronze. Und ich habe gesehen, weil die ARD war, bei den Eltern von Mandy zu Hause. Und der Vater hat gesagt, nee, ich kann es nicht angucken. Da machen die Nerven nicht mit. Ich gehe auf der Straße unten auf und ab. Und die Mutti hat oben aufgemacht. Und da habe ich schon einen Blick gesehen. Und ich dachte, Gold, nee, Bronze. Fanny! Ja! Bronze! Und Starreporter Daniel Weiß war so empört darüber, es soll, ich kann es nicht beurteilen, aber es soll zu Benachteiligungen durch die Punkterichter gekommen sein. Er hat gesagt, die gesamte Ostfront hat gegen uns gewertet. Kleiner Versprecher, ist er live. Er meinte, der gesamte ehemalige Ostblock. Und letzten Endes ist ja auch irgendwo der ehemalige Ostblock irgendwo eine Folge der ehemaligen Ostfront, oder? Ja, ist ja nicht ganz falsch. Wahrscheinlich ist der ehemalige Ostblock immer noch sauer, dass wir ihn Mandy Wötzel und Ingo Steyer weggenommen haben. Haben Sie es gesehen? Es war dieser Axel, dieser Lutz, dieser Rittberger, alles wie Tom und so. Wenn Sie es nicht gesehen haben, unsere Bronzemedaillengewinner Mandy und Ingo in Farbe. Gucken Sie mal rein. Und jetzt Mandy Wötzel und Ingo Steuer mit ihrem Kürprogramm. Drücken wir die Daumen, dass die Schulter von Ingo hält. Wenn alles glatt geht, ist für beide sogar Gold drin heute. Gleich zu Beginn die Höchstschwierigkeit im Programm, der dreifache Wurflutz. Nein, den lassen Sie weg. Direkt im Anschluss jetzt die Todesspirale. Oh, das sieht nicht gut aus, da scheint das Selbstvertrauen zu fehlen. Drücken wir jetzt die Daumen, dass Sie wenigstens den dreifachen Tulup stehen können. Sie holen Schwung und... Ah, auch nur doppelt, wenn ich es richtig gesehen habe. Dafür aber sauber gestanden, das sollte Auftrieb geben. Jetzt den Doppelachsel. Jawohl! Eine saubere Kür, vielleicht ohne die ganz großen Schwierigkeiten, aber das muss der Ivan jetzt erstmal besser machen. Ja, toll, oder? Herrlich. Aber was ist das alles gegen das offizielle Sat.1? Schorsch Hockel, kein Kino. Wir haben heute Abend großartige Gäste, meine Damen und Herren, den neuen Shootingstar am glorreichen Vormittag von Sat.1, Jörg Pilawa, hier. Und meine Damen, viele Frauen sagen sich, wenn das der Professor ist, dann gehe ich auch noch an die Uni. Campus, das ist der neue Film, in dem er die Hauptrolle spielt. Heiner Lauterbach. Alles hier. Und es gibt eine neue, sensationelle Mitteilung aus der Welt des glitzernden Showgeschäfts, aus der Welt des Fernsehens. Zwei Giganten hinter den Kulissen auch bereiten für Giganten vor den Kulissen zwei neue Shows vor. Die Firma von Hans Meiser und die Firma von Frank Elstner bereiten Shows vor für Verona Feldbusch und Dieter Bohlen. Das sind Kräfte, die sich da zusammentun. Und der Arbeitstitel für die Show von Dieter Bohlen soll heißen Bohlens Frauen. Erster Gast Thomas Anders. Oder, weiß ich auch, vielleicht Dieters Quassel-Show. Eine Art Modern Talking im Turm soll es werden. Dieter Bohlen soll mit Frauen sprechen. Und das Prinzip ist, jede Woche gewinnt eine Frau und die darf Dieter dann heiraten. Verona Feldbusch möchte eine Comedy-Show machen. Ja? Und das heißt, wenn Verona eine Comedy-Show macht, dann könnte ja Dieter Bohlen eigentlich auch Piep übernehmen. Oder? Einfach mit dem Satz, wie wäre das bei dir beim ersten Mal? Oder muss ich in die Fresse hauen? Komm, sag mal. Selbstverständlich mit dabei sein in der Comedy-Show von Verona Feldbusch soll Dolly Buster. Hallo? Ich stelle euch drei Fragen.
Wie lacht ein deutscher Mann bei einem schmutzigen Witz? Lacht er A, ha, 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 ha? Oder lacht er B, ho, 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 ho? Oder lacht er C, hi, hi, hi? Auflösung. Auflösung, klar. Oh, ein echter Schock. Ein totaler Schock für mich heute, als ich gehört habe in der Forschung, Homosexualität soll vererbbar sein. Hat jetzt die Wissenschaft herausgefunden, und zwar, das war ja auch dringend notwendig, dass das mal erforscht wurde, durch Fingerabdrücke. Ja, wurde festgestellt, teilweise ist bei Homosexuellen der Fingerabdruck ähnlich wie bei Frauen. Und die Forschung spricht vom sogenannten Homogen. Das heißt, wenn Homosexualität vererblich ist, ist da nicht schon irgendwie so die Geburt ein Coming Out? Manchmal war es zu ahnen, oder? Das normale Baby schreit und plötzlich hat mein Kind auf der Matte. Ich gucke mir alles an, William. Enge Anzüge. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir sind ein armer Sender, ja? Aber wir haben ein großes Herz. Und ab sofort, es gibt Mitarbeiter bei uns im Team, die sagen, morgen kann Deutschland 5 Goldmedaillen gewinnen. Eis schnell auf, Super-G und was weiß ich alles, ja? Bei uns hat der Goldmedaillengewinner noch ein Zuhause. Jeder Goldmedaillengewinner aus der deutschen Mannschaft wird bei uns festlich geehrt. Und wir machen heute den Anfang, wie es sie gehört, sehr offiziell mit unserem Hackl-Schorsch. Meine Damen und Herren, die Ehrung für den Goldmedaillengewinner im Rennrodeln Georg Hackl wird vorgenommen von Frau Asenbaum, Harald Schmidt und Özgür. Ladies and Gentlemen, here to honor the bobsleigh racer George Hackl, Armis Asenbaum, Harald Schmidt and Özgür. Mesdames et Messieurs, voyez mini tous les points pour George Hackl. Und wir wollen hoffen, dass wir viel dazu kommt. Ich danke euch beiden. Vielen Dank, Frau Asenbaum. Vielen Dank, Özgür. Ja, wir sollten bei aller sportlichen Höchstleistung nicht vergessen, wichtig ist ja, dass wir im Kopf fit bleiben. Mental. Und unser olympisch besonders anspruchsvolles Bilderrätsel jetzt für Sie. Und zwar, es hat natürlich was mit unserem ersten Goldmedaillengewinner, dem Hackl-Schorsch, zu tun. Welchen Begriff, welche olympische Sportart suchen wir hier? Rot. L. McPherson, aber brauchen wir nicht. L. Rot. L. Fett. B. Verb. Rot. L. Fett. Verb. Dieses hier ist wesentlich einfacher.
Olli. James Bond Fans? M. Olim. P. She. Winter. Spüle. Olim. P. She. Winter. Spüle. Und wir wollen nicht vergessen, unser Liebling des Monats, Jens Weißflog, meine Damen und Herren. Seine große Stunde. Komm. Mein nächster Gast kann leider nicht kommen, er ist tot. Aber Verfremdungseffekt. Bert Brecht, Rathaus gesprochen. Immer auf Schallplatten alles voll gesprochen mit jeder Stimme. Er wäre heute 100 geworden, aber er ist 1956 gestorben. Und er hat uns viele weltberühmte Stücke hinterlassen. Und wer kennt es nicht aus der Schule? Bertolt Brecht, Mutter, Courage und ihre Kinder. Wir wären hier nicht Sat.1, wenn wir nicht sagen, am heutigen 100. Geburtstag des großen Bert Brecht aus Augsburg, da lassen wir eine schöne alte Tradition aus der Schule wieder aufleben. Wir lesen eine wichtige Passage aus Mutter Courage mit verteilten Rollen. So, da würde ich sagen, die Hauptrolle der Mutter Courage, da brauchen wir eine junge Frau, die ein ähnlicher Typ ist wie Brechts oder wie von eine von Brechts 173 Lebensgefährtinnen. Ein Typ wie Helene Weigel, machen Sie das doch bitte. Ja, Mutter Courage. Dann eine ganz wichtige Rolle, die stumme Katrin. Ja, die stumme Katrin. Das könnten Sie machen. Ja, pass auf, dass Sie nicht ins Stottern kommen. Dann der Zeugmeister. Das wäre dieser Herr. Ja, machen Sie das? Sie sehen eigentlich aus wie ein großer Brecht-Fan. Ja, bitte schön. Dann haben wir hier Schweizer Kars, eine ganz wichtige Rolle. Das ist. Ja, das machen doch Sie. Ach, da sitzen Sie beide nebeneinander, das ist ja praktisch. Gehören Sie auch zusammen? Praktisch, ja. Praktisch. So, jetzt habe ich alle Rollen verteilt. Wir haben Ihnen die Passagen angestrichen. Und ich selber werde die Regieanweisungen lesen. Wichtig ist, dass Sie berücksichtigen, dass es um den Verfremdungseffekt geht, dass Sie episch lesen, ja? Dass Sie die Rolle nicht fühlen, sondern zeigen. Dass Sie sozusagen beim Lesen Ihre eigene Meinung spürbar machen zum Text. Schließlich ist es Brecht. Der große Bert hat immer nur die Hits geschrieben, auf der Platte alles vollgesungen für die Erben. So, jetzt fangen wir an. Weitere 3 Jahre. Haben Sie alle aufgeschlagen? Ruhe bitte! Weitere 3 Jahre später gerät Mutter Courage mit Teilen eines finnischen Regiments in die Gefangenschaft. Ihre Tochter ist zu retten. Ebenso ihr Planwagen, aber ihr redlicher Sohn stirbt. Feldlager. Nachmittag. An einer Stange hängt die Regimentsfahne. Mutter Courage hat vom Planwagen und so weiter. Das braucht man jetzt nicht. Ja. Wir fangen an auf Seite 30. Mutter Courage, haben Sie die Stelle? Auf Seite 30? Seite 30, das ist eine 3 und eine 0. Haben Sie die Stelle? Ja. Ja? Ja. Mutter Courage nimmt den Sack. Warum machen das nicht selber? Zeugmeister?
Weil ich ihm nicht trau. Wir sind befreundet. Mutter Courage nimmt den Sack erneut. Gib her, trag hinter und zahl ihm 1,5 Gulden aus. Ich sag 1,5 Gulden. Katrin schleppt den Sack. Können Sie es mal bitte so zeigen, ein bisschen? Die stumme Katrin. Katrin schleppt. Ja. Schleppt den Sack hinter der Zeugmeister Volkier. Mutter Courage zum Schweizer Kass. Da hast du deine Unterhose zurück. Heb sie gut auf. Es ist jetzt Oktober. Und da kann's leicht Herbst werden. Ich sag ausdrücklich nicht muss, denn ich habe gelernt, nichts muss kommen, wie man denkt, nicht einmal die Jahreszeiten. Aber dein Regimentskass muss stimmen, wie es auch kommt. Stimmt deine Kass? Ja, Mutter. Moment mal bitte. Sagen Sie es bitte noch mal ohne dieses hier. Das ist recht, ja? Sagen Sie einfach nur. Ja, Mutter. Nein, Sie sagen ja, Mutter. Sagen Sie einfach nur ja, Mutter. Ja, Mutter. Nee, nicht ja, Mutter. Sagen Sie einfach nur ja, Mutter. Ja, Mutter. Nein, nicht, das ist. Das ist doch nicht so schwer, oder? Ja, Mutter. Sagen Sie einfach nur ganz normal, wie Sie zu Ihrer Mutter sagen würden, wenn Sie nicht Nein sagen wollen. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Sehr gut. Sehr. Ja, das ist wie bei echten Regisseuren. So, Mutter Courage, weiter. Vergiss nicht, dass sie dich zum Zahlmeister gemacht haben, weil du redlich bist und nicht etwa kühn wie dein Bruder und vor allem, weil du so einfältig bist, dass du sicher nicht auf den Gedanken kommst, damit wegzurennen. Du nicht. Das beruhigt mich recht. Und die Hose verleg nicht. Nein, Mutter, ich gebe sie unter die Matratz. Ich will mit dir gehen, Zahlmeister. Moment, da haben Sie eigenmächtig den Text geändert. Das ist rein interpretativ. Nein, das kann Sie bei den Brechterben schon eine Klage kosten. Das heißt nur, ich gehe. Wo kommen Sie her? Aus Köln. Aus Köln. Das heißt, ich gehe mit dir, Zahlmeister. Ich gehe mit dir, Zahlmeister. Ich gehe mit ja, dir, nicht Zahlmeister. Ich, sondern ich. Ich gehe mit dir, Zahlmeister. Ich gehe mit dir, Zahlmeister. Sehr gut. Und Mutter? Und lernen Sie ihm nicht Ihre Kniffe. Ich finde, das war sehr gut. Das arbeiten wir bis morgen zu Hause nach. Und dann kommt ein Besinnungsausgang, oder? Ja. Toll, auf Anhieb gelesen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist zurzeit in Deutschland unterwegs, um sich in jedem Kino den Film Campus anzuschauen, in dem dieser Film läuft. Das ist ein Gewinnspiel. Schauen Sie, ob Sie ihn irgendwo sehen. Dann gibt es einen Händedruck und ein freundliches Hallo, du auch hier. Er kommt aus dem Urlaub, ist glänzend erholt und er hat jetzt eine kurze Pause in der nächsten Woche und dann geht es weiter mit riesengroßen Projekten und er ist Deutschlands Frauenschwarm Nummer 1 bis 5. Herzlich willkommen, Heiner Lauterbach! Nimm Platz. Ich hab deine Jungs im Griff hier, ne? Aber hallo. Das erinnert mich so ein bisschen an meine ersten Theaterproben, was ich ja gerade gesehen habe. Da musste ich sagen, was willst du schon wieder zu meiner Partnerin? Ja. Und ich habe gesagt, was willst du schon wieder? Ja, so fing das alles an, ehrlich. Ja, sag mal, du spielst ja jetzt wieder Theater in Zukunft, oder? In Zukunft, ja. Ja, was wird das sein? Weißt du das schon? Ja, klar. Es könnte sein, dass du nur planst, aber noch... Nee. Das heißt, nächstes Jahr gleiche Zeit. Eine Komödie. Ja, und damit gehst du auf Tournee? Mhm, auch. Ja. Ich sehe, du hast ja das absolut massive Wanderstiefel. Ist das jetzt so bei dir sozusagen ein bisschen zurück auf Natur oder so, dass man das gesunde, rustikale Leben schätzen lernt? Ja, ich wollte eigentlich, bevor ich jetzt in deine Sendung komme, zurück nach München fliegen. Das habe ich ja verpasst dann irgendwann. So musste ich in Köln bleiben und musste jetzt in derselben
Kluft, also ein paar Tage rumlaufen. Gott sei Dank gibt es ja noch kein Geruchsfernsehen. Ja, aber Frauen mögen das ja, habe ich ja gelesen. Doch, das haben wir doch letztes Mal, glaube ich, besprochen, dass das Brando angeblich alles weil er so roch. Echt? Ja, dieses Tier. Ja, Clark Gable sollte auch Mundgeruch gehabt haben. Clark Gable, Mundgeruch. Ja, ja. Und das ist ein völlig neuer Look, sag mal. Das ist ja, Boss ist das nicht, oder? Nein. Nein, nein, aber das ist ja, apropos Product Placement, es gibt eine schöne Geschichte, da hat mich ein Freund angerufen, der Karl-Heinz Wildschrei, der ist Produzent und Autor in Berlin. Und der hat gesagt, ihr macht das ja alles völlig falsch mit diesem Product Placement. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das handelt von einem Mann, den kann keiner leiden, er kann keiner leiden. Also der hat seine Mutter umgebracht, der stellt der Oma hinterher, hat den Opa vom Nachttopf geworfen und so Sachen. Also er ist ein richtiges Kotzmittel. Nur eins auf der Welt, das liebt er, und das ist sein Auto. Also da prüft er viermal am Tag den Luftdruck, macht die große und kleine Inspektion und poliert es und so. Und mit diesem Buch geht man dann zu Opel und sagt, für 200.000 Mark will ich einen Ford ausmachen. Das ist Product Placement der heutigen Zeit. Ne? Verstehe. Also das ist ja, war ja früher die gute alte Schleichwerbung. Ja, genau. Ja? Das ist ja völlig out sozusagen. Ja, jetzt wird einfach so, man sieht ja teilweise dann die Handlung nicht mehr vor lauter Zigarettenschachtel oder sowas. Aber es ist ja, es wird ja auch sehr streng alles beobachtet. Ja, ne? Das stimmt. Ist Ausschüssen unterworfen. Ja, du warst im Urlaub in Venezuela, ist das richtig? Si. Si. Nicht Ibiza, aber Venezuela. Venezuela. Du hablamos español un poco? Una vodka tonica con hielo sin limón, por favor. Vodka tonica. Du, das muss ich sagen. Vodka tonica. Heiner, ich hatte das große Glück, ich saß bei Bambi hinter dir, bei der Bambi-Verleihung. Ja, ja, das war Glück, weil ich so klein bin. Nein, nein, an Tischchen. Und Heiner Lauterbach saß, umgeben von schönen Frauen, mit Heinz Hönig am Tisch. Ja. Auch kein, wie soll ich mal sagen, Öko. Freak. Nein. Ja? Und beantwortet, habe ich es richtig gesehen? Der Kellner kam und brachte, naiv hier ist, eine Flasche Shampoos. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, 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 nee. Er kam weg und kam wieder und brachte im Shampooskübel eine Flasche Wodka. Aber habe ich das richtig gesehen? Aber den Shampoos hat er vorher stehen lassen für die Jenny. Für deine Freundin. Ja, ja. Und dann habt ihr wirklich aber den Wodka da im Sektkübel frisch gehalten, ne? Ja. Ja? Das ist ja unglaublich. Also das heißt, die Flasche wurde schon richtig bemüht den ganzen Abend. Das war ja ein langer Abend, wenn du es selber mitbekommen hast. Ich weiß ja, du hast auch noch einen Preis bekommen. Ja. Das war ja lang genug. Und das, da gehst du am nächsten Tag auf den Set und kannst noch drehen nach zwei Glas Wodka. Musste ich nicht drehen. Hat sie frei. Aber das hat mich schwer beeindruckt, ne? Weil ich habe gesehen, wie ihr das, die Flasche war richtig ein bisschen festgefroren im Eis und ihr habt das aus dem Kübel nachgeleert. Wie so Austern sind die immer da dran. Ja, genau. Und Heinz Hönig auch so mit dem Kübel festhalten in die Flasche rein. Ja? Das hat mich tief beeindruckt. Und was machst du im Urlaub? Du sagst also morgens Frühstück und so weiter fit. Machst du Sport? Nur im kleinen Kreis würde ich normalerweise sagen, aber ich bin jetzt... Wie viel Brennnesseln hast du da gebraucht? 4 Kilo? Ne, ich hatte so einen ganzen Pott voll, ja? Du bist mehr im Blut. Hast du schon mal probiert? Nein. Wäre das was für dich? Also ich meine, du bist ja auch experimentierfreudig und so weiter. Aber also nur bis zum Wadenbereich, wenn überhaupt. Mehr nicht? Nein. Ja. Also wie ist Urlaub in Venezuela? Wie kann man sich das vorstellen? Schön. Das schön. Ist ja die Insel Isla Margarita, die ist vorgelegt vor Venezuela. Das ist sehr schön. Hm? Baden, tauchen? Ja, tauchen. Weniger ja. Ja. Also, was man so macht im Urlaub. Und du hast auch ein bisschen deine Ruhe, oder sind auch nicht viele Deutsche und so weiter, die gleich Foto machen und ey, Alter. Ich habe ja da ein Häuschen und das ist ziemlich abgelegen. Man muss ja nicht jeden Tag zum Strand, das ist eigentlich ganz schön. Warst du jetzt schon mal in einem ganz normalen Kino, hast du mal Campus angeguckt, so mit normalen Zuschauern, dass du dich mal nachmittags reinsetzt oder was, um zu sehen, wie das ankommt bei den Leuten? Also, nee, mit normalen nicht. Wir hatten 3 Premieren jetzt, da war ich drin. Gut, das sind auch normale Menschen natürlich. Aber ja, aber halt schon aus der Branche und aus dem Geschäft und so. Ne? Und es ist eine Rolle, um die ich dich wirklich beneide, weil du hast eine sehr, sehr, sehr attraktive Partnerin. Ich habe 2, ja. Welche meinst du denn? Sandra Speichert. Mhm. Also ich meine in der Szene, die wir gleich sehen werden. Wer ist die 2? Die Sibylle Canonica, die spielt meine Frau. Die du betrügst. Mhm. Mit einer... Aber es ist für mich fast ein bisschen so Clinton-artig. Du kannst ja nichts dafür, Heiner, in diesem Film. Die Frau kommt rein und sagt, mach's mir. Und ja, schäme mich auf dem Schreibtisch. Das hat schon viel, aber es wird ja auch viel Beheiderung gemacht mit dieser ganzen Clinton-Geschichte da. Ja. Naja, gut, ich meine, solange die Frau nicht vergewaltigt wurde, was ja bei uns nicht der Fall war, hat der Mann das ja eigentlich ganz alleine mit seiner Ehefrau abzuhören. Richtig. Und wir wollen sehen, wozu der Professor, den Heiner Lauterbach in diesem Film spielt, gezwungen wird von einer schamlosen, hemmungslosen, jungen Schlampe,
die behauptet, Studentin zu sein, um an Wehrlose in einer Ehe stabil, gefestigt lebende Männer heranzukommen. Schauen Sie sich bitte an. Professor, kann ich dafür? Nein. Ein Opfer. Ein Opfer. Du hast ja wirklich mit den attraktivsten Frauen im deutschen Film Bettszenen gehabt. Ja, Gudrun Lampgebe zum Beispiel in Rossini und jetzt Sandra Speicher. Wie ist das? Ist das so, dass man morgens schon aufsteht und sagt, heute kommt diese Szene, wo sind meine Brennnesseln oder so? Oder, ist das der reine Job? Ich meine, es ist eine sehr, sehr attraktive junge Frau. Das ist eine Typfrage. Also ich bleibe da verhältnismäßig ruhig. Ich weiß nicht, wie dir das gehen würde. Was heißt Typ? Sie ist eigentlich gar nicht so dein Typ? So doch, doch. Ich finde die attraktiv, die Sandra. Du meinst ein Typ als Mann, wie man als Mann veranlagt? Ja. Nein, es ist ein attraktives Mädchen, aber ich bin ja glücklich liiert. Und insofern sieht man das nicht so. Wenn da 50 Leute auch drum rumstehen, ist es auch, abgesehen von allen anderen Dingen, ist das extrem abtörend, da irgendwelche Sexszenen zu spielen. Und ich glaube auch, dass sie zu 90% in allen Filmen, die gemacht werden, nicht notwendig sind. Dass sie dramaturgisch notwendig sind, das ist wirklich nur in wenigen Filmen der Fall, glaube ich. Ja. Und wie ist das denn? Man sieht jetzt also sozusagen die Studentin auf dem Tisch stöhnen und der Tisch wackelt. Ja, ist alles getürkt, klar. Das heißt, du musst da sozusagen gar nicht stoßen, sondern die Requisite bewegt den Tisch. Das habe ich schon selber gemacht. Das hast du selber gemacht. Ja? In dem Fall wirklich, ja. Also das heißt, also das muss man auch mal sagen, das ist selten. Das ist wahnsinnig kollegial. Normalerweise andere Schauspieler dieser Größenordnung sagen, ich bin da gar nicht im Bild, ich gehe einen Kaffee trinken. Und ja, Heiner sagt, vor, ich bin der Kollege, ich stoße, solange bis es im Kasten habt. Ich stelle mir vor, hast du ja auch zwei Dudel, dann stoßen die im falschen Rhythmus, dann sieht das ja aus, als wenn da, was weiß ich, ja, zugange wäre. Es ist ja letztendlich, es fällt ja auf dich zurück. Ne, natürlich. Du sagst es, ja. Das ja. ist, wenn man tut, wow, Heiner Lauterbach, ja? Und direkt ist es so, das ist, also ist, ja, hat er schon auch ist ja auch schlecht. Dann hat man so den Ruf eines Silberrücken-Gorillas. Silberrücken? 8 Sekunden, ja, kennst du nicht? 8 Sekunden. 8 Sekunden? Wie ein Nähmaschinchen. Aber 8 Sekunden. Ja. Das ist der Silberrücken-Gorilla. Munkelt man. Ja. Also dieser Film läuft sehr gut an. Morgen kommt Sönke Wortmann, der Regisseur. Schönen Gruß. Ja. Und das ist auch so eine Arbeit gewesen, wo man sich hinterher noch grüßt und versteht. Ja, es lief alles prima. Total, im Gegenteil. Ja. Sönke ist ein sehr netter Kerl, ein guter Regisseur. Ein Wort noch zum ersten FC Köln, Heiner. Du bist großer Fan und es scheint ja so, als hätten wir uns aus diesem Kellerloch da rausgeschossen, oder? Danke, Assisi. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir am Samstag gegen Hamburg spielen. Und dein Tipp? Ich meine, Hamburg, das ist, kann er mir schon fast schon leid tun. 2-0. 2-0 für Köln, ja. Schon, ja. Ein Toni Polster-Tor. Ja. Brauchen wir, glaube ich, schon. Jetzt kannst du ein bisschen Urlaub machen, bevor es wieder weitergeht? Ja, Urlaub nicht. Ich fange erst wieder an zu drehen im Mai. Bis dahin habe ich noch ein paar Verpflichtungen, so ja. wie das hier ein bisschen PR machen für den Film. Ich sage nochmal, am 15. und 16. März läuft hier der Opernball, auch ein toller Film, in Sat.1 und schöne Erholung. Danke. Du bist auch ein Workaholic, der rund um die Uhr eigentlich arbeitet. Ja? Und wir freuen uns immer, wenn du hier bei uns die Kurve machst und ein bisschen... Ich habe mich auch gefreut, Herr. Ja? Mhm. Heiner Lauterbach, meine Damen und Herren. Alles Gute. Mein nächster Gast ist der neue Shootingstar am sehr erfolgreichen Vormittag in Sat.1 jeden Morgen, 11 Uhr, mit seiner Talkshow Pilawa. Herzlich willkommen, Jörg Pilawa. Oh.
Ich gratuliere dir erstmal, du bist der Nachfolger von Johannes P. Kerner auf so diesem Sendeplatz. Ja? Jawohl. Und es ist nicht nur so, dass man sagt, das ist nahtlos übergegangen, sondern du bist da richtig mit großem Erfolg eingestiegen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, ja. Sei froh. Das ja, ist natürlich, ja, danke. Ne? Es läuft wunderbar. Wie lange machst du das jetzt? Ausgestrahlt seit dem 19. Januar, also vierte Woche jetzt so ungefähr. Und macht der Spaß jeden Tag, diese Themen? Also ich habe Hilfe, ich liebe meine Frau oder... ja, das ist ein großes Problem übrigens. Das tun ja die wenigsten. Nee, aber es bringt schon Spaß. Du hast Themen dabei, die mehr Spaß bringen. Zum Beispiel, wenn du eine Sendung machst wie heute Morgen zum deutschen Schlager. Ein Thema, das ja Deutschland interessiert. Ja, absolut. Grand Prix, Stichwort, Gildo Horn. War der da? Leider nicht. Nee. Er muss ja üben. Ja. Er muss Deutschland vertreten. Gildo Horn muss Deutschland... Bist du der Meinung, dass er das machen soll? Auf jeden Fall. Ja. Bist du selber Schlagerfan? Überhaupt nicht. Also wenn nicht. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich 2,5 Promille habe im Blut, bin ich Schlagerfan. Ja, so. Auf jeden Fall, das ist dann so... Ja. Was singst du dann? Zwei Songs gibt es eigentlich. Ja. Das ist einmal, als Mann sah ich die Sonne aufgehen. Peter Maffay. Ah, ich war 16 und sie 31. Ich war 16. Da haben wir alle von geträumt, als wir 16 waren, einmal so eine Frau zu treffen. Ja. Ist mir nie geglückt. Und als ein Mann sah ich die Sonne. Ich sah als Mann meistens Sonne untergehen. Also, ja. Aber nur mit Brennnessel dann oder so. Nein, ich sah es eigentlich überwiegend gar nicht mehr Tag werden. Nein, es war. Also, das war auch. Ist das dein Lieblingslied von Peter Maffay? Auf jeden Fall. Ja. Auf und welches war das zweite? Du hast gesagt zwei. Ich habe ja einen kleinen Sohn und der schläft nur ein, und das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich es grauenhaft finde, wenn er von Reinhard May Über den Wolken hört. Wirklich wahr? Ja. Das muss ich hören, ne? Jeden Abend? Jeden Abend. Ich muss es singen. Das ist viel schlimmer. Also ich könnte dabei nicht schlafen. Also wie alt ist dein Sohn? 12 Wochen. Du sitzt am Gitterbettchen und singst Über den Wolken. Genau. Muss die Freiheit wolken. So. Ja? Richtig, genau so. Da liegt er noch in so einem Korb, oder? Da ist er noch gar nicht das Gitterbett. Ja, es ist. Er passt nicht mehr in sein Körbchen. Wir machen uns schon Sorgen. Er sieht ja aus wie so ein kahles Monster. Ja. Er ist riesig, er ist mittlerweile fast 70 Zentimeter. Wie groß war er denn bei der Geburt? 57 Zentimeter. Das ist schon Wahnsinn. 4010 Gramm. Das ist schön für die Mutter. Einfach ja. So. Ja, so einfach. 4700 Gramm. Kommt ja von alleine fast dann schon, nicht? Fällt ja. Und sowas kann ja Ehen ruinieren. Das wäre ein Thema für deine Talkshow. Auf jeden Fall. Das Wiegenlied hat meine Ehe ruiniert, weißt du? Aber über den Wolken, Schatz, komm, muss die Freiheit wolken. Ja, nee, ist wirklich. Ja, vielleicht habt ihr nicht so eine Uhr, wo man zieht und dann ist immer lalilu. Findet er furchtbar. Findet er grau. Nur wenn wir singen, schläft dieses kleine Monster ein. Schläft er denn durch? Von wegen. Also maximal 2 Stunden, dann wird gebrüllt, dann muss die Brust her, es wird ja gestillt. Ja, das ich trinke zwar Milchbildungstee von Weleda, hilft bei mir aber nicht, deshalb muss Muttern immer. Ja. Ich kann mittlerweile zum Glück, wenn sie stillt, weiterschlafen. Habt ihr ihn dann bei euch im Bett oder steht die Mutter auf fürs Stillen? Leider liegt dieses Kind manchmal auch zwischen uns. Ja, und dann wird einfach so rübergedreht. So ist es. Ja, so ist es im modernen Ehen. Natürlich, man kann ihn immer aufstellen. Ja. Es ist aber eine Kunst, sich zu drehen, weil wer sich zu schnell dreht, kann auch ein Kind erschlagen. Nicht? Mit der vollen Brust oder wie? Ja, kann passieren. Wirklich, wahr? Ja. Bist du dir ganz sicher oder ist es mehr so ein Thema? Das wäre ein Thema für meine Sendung. Das wäre auch gut. Ich habe die Brust am Kopf gekriegt. Ja. Aber sag mal, was ich immer so bewundere, wenn ich von Leuten höre, sie sind handwerklich begabt, ich kann nichts, ich kann nicht mal den Nagel in die Wasche. Ist das wahr, dass du ein richtiger Heimwerker-Freak bist? Ich kann auch nichts mit diesen Händen tun, aber ich bin ein Heimwerker-Freak. Bestes Beispiel vor Weihnachten, haben wahrscheinlich alle gesehen, in jedem Werbeblock war es zu sehen, der neue Dremel. So ein Handakkubohrer. Man sollte mit diesem Dremel sogar in die kleinste Ecke kommen, um Schrauben zu kappen. Ja? Ich habe Wann muss man denn Ding, Schrauben kappen? Wenn sie zu lang sind. Ach so, wäre es nicht besser, man nimmt gleich eine kürzere? Ja, aber wenn du die nicht zur Hand hast. Und ich habe vor Weihnachten, 2 Tage vor Weihnachten, meine arme Mutter in den Baumarkt geschickt, weil ich mir das Ding wünschte. Ja. Ich bekam es auch und habe es jetzt ausprobiert. Es ist ein Scheiß. Es funktioniert nicht. Wirklich, 100 Aufsätze für diesen Dremel und kein Ding davon funktioniert. Das ist ja, du weißt ja, dass du jetzt bei der Dremelindustrie da ganz böse Fallen hast. Ja. Ja, wir können gerne weitermachen.
Was machst du denn sonst noch? Ja, also Dremel funktioniert nicht. Ja, ich habe vorhin gesehen, wie du den Hackel-George da aufgehangen hast. Ja, da ging der Nagel in die Wand rein, weil es aber natürlich nur ein bisschen dünn hier. Das ist ja, ja. Trockenbau, ne? Ja. Aber es hängt ja fast gerade eigentlich. Es hängt gerade und das soll Glück bringen. Rodler, die leicht schief hängen, haben Chancen auf 4 Goldmedaillen. Übrigens, das Daumenkino fand ich super. Das ist toll. Das fand, können wir das ja? nochmal. Das Daumenkino ist richtig super, große Klasse und ich zeige es gerne nochmal. Weil über den Korn ist praktisch gar nicht oft genug zeigen. Da, der Hackel-George auf Wunsch von Herrn Pilawa im Originaltempo. Ab geht's, ja riesig! Super! Kannst du das auch sehen? Na, das ist genial, das ist eine Millimeterarbeit. Aber nur für mich jetzt. Machst du mal für dich? Ich mach's nur für mich. Was machst du denn noch? Du gehst dann auch so in so Baumärkte ja, ja. Und kaufst dir ja. irgendwelche Kästen mit 200 Schraubenziehern oder so? Also ich behaupte mal, dass ich wirklich den bestsortiertesten Werkzeugkasten der westlichen Hemisphäre habe. Aber wirklich ich wahr? Behaupte auch, dass ich 2/3 davon nicht bedienen kann. Und was machst du denn dann so? Baust du irgendwie kleine Möbel oder tapezierst du selber, verlegst du Leitungen selber? Ich versuche es, ja, immer wieder. Das schon. Hast du eine Silikonspritze? Eine Silikonspritze habe ich unlängst ein Badezimmer bei uns, dieses Waschbecken hinten, versucht zu verfugen. Wo sonst die Silberfischchen kommen, wenn, so die, ist es. Wenn die ganze so Pampe reinläuft. Ja? So ist es. Und meine Frau geht jetzt immer in das andere Badezimmer. Also ich bin nicht so doll, aber es bringt Spaß. Aber du hast Spaß dran. Ich hatte ja. zum Beispiel bis vor kurzem, wusste ich nicht mal, was ein Kreuzschlitzschraubenzieher ist. Oh. Ja? Und ich habe es mit dem kleinen Obstmesser. Ich habe so ein ja. tolles Messerset. Also wirklich ganz was Feines. Nee, so großes, in so einem tollen, praktischen Messerholzblock, weißt ja. du? Ja. Der so die halbe Küche von nimmt. Ikea. Nein, richtig, das ist ein ganz teurer, weil beim Messer, da darfst du nicht sparen. Ja? Also, sagte meine Mutter ja, auch. Da musst ja. du richtig Geld geben. Und da habe ich immer mit dem kleinen Obstmesser die Kreuzschlitzschrauben reingedreht. Dabei ruiniert man aber sozusagen den Kreuzschlitz und kriegt dann überhaupt nichts mehr rein. Und so. Und dann habe ich mit dem Hammer nachgeschlagen oh. und da fängt das alles an zu bröseln. So sieht das aus. Aber ich kenne auch dieses große 120-teilige Set. Ja? Ja. Aber es verlockt einen. Man sagt immer, wenn nur mal das Wasser kaputt gehen würde. Sollte mal am Wochenende ja. geht es ja auch immer kaputt. Oder zu Weihnachten ja. platzen die Rohre. Ich weiß nicht, warum immer Weihnachten. Aber da platzen sie. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Schicksal. Ne? Ja. ja. Und wenn du dann sowas hast, das kannst du es auch nicht reparieren hilft schon. Meistens. Na. Wie lange musst du jetzt machen, bis du Urlaub machen kannst? Welche lange Strecke? Wir produzieren ja drei Tage pro Woche, 3 Sendungen am Tag. Ja. Dann haben wir eine Woche frei. Ja. Und das machen wir jetzt bis zum Mitte Juni, glaube ich. Dann haben wir Sommerpause bis August und dann geht's wieder los. Und was ist mit dran? Ich meine, daher kennt man dich ja eigentlich. Das hast du ja lange Zeit gemacht. Naja, ich lasse mal diese Saison zu Ende gehen und dann hoffe ich, bete ich, bitte ich, auch ganz nach oben, bei den Programmverantwortlichen. Bei Sat.1? Ja. Ich drück dich. Dass Sie vielleicht noch mal auf den Namen Pilawa zurückkommen. Was den Sport angeht? Bestimmt. Sicher? Ja! Auch wenn der HSV in der 2. Liga spielt. Ich als und übrigens am Freitag spielt Köln gegen HSV. Nicht am Samstag. Nein, nicht am ja. Samstag. Die Elendsspiele sind immer schon am Freitag. Genau, live, live. Ja. Live in Sat.1. Premiere. In Premiere. In Premiere. Ich würde sagen, wir beide gucken uns jetzt heute Abend ein bisschen Hackel-George auf dem Daumenkino super. An. Ja? Jörg, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Nochmal toller Start und es läuft fabelhaft. Und ich denke, das müsste doch zu machen sein, dass es mit Jörg Pilawa, Talkshow am Vormittag und mit dran komplett weitergeht. Ja? Danke. Ich danke dir, mein Lieber. Danke. Schönen Dank fürs Zuschauen.